So, wir fahren jetzt also bis hier kurz vor das Silo. Dann machen wir Stopp. Und dann können wir diesen Kurs speichern. Und zwar nennen wir den Bahnhof oder Umschlagplatz Bahnhof Silo. Bahnhof Silo Kreuz. So. Kreuz mit Z, Kreuz mit. Egal, ihr wisst ja, was ich meine. So. Da haben wir das. Dann mache ich jetzt hier Sojabohnen. Mal schauen wir mal, ob wir sie gleich finden. Da haben wir sie. Wir machen mal Abfahrer einstellen. Schauen wir mal, was passiert. So, sie fährt vor, sie bleibt stehen. Sie lässt sich beladen mit Sojabohnen. Es dürften theoretisch keine 21.000 mehr drinne sein. Sag ich doch, 18.000 Uhr, Farmsilo ist leer, warte auf mehr. Wir sagen sofort abfahren. Und dann lassen wir sie einfach mal ihren Weg hier ziehen. So, er ist auch fast fertig mit Grubbern. Da können wir hier schon mal an der Stelle versuchen, unseren Glas ein bisschen sauber zu machen. Wir beginnen mal hier vorne, ein bisschen am Schneidwerk. Ja, Sojabohnen sind anscheinend auch sehr, sehr dreckig. Wie man das ja hier schön sieht. So, und dann beginnen wir unseren Dominator hier ein bisschen sauber zu machen. Tun wir durch die Spindel ein bisschen durch hier. Die Scheibe versuchen zu säubern und das Artikelschild. So, da fährt unser New Holland seine Fuhre weg. So, und dann hier hinten natürlich noch. Und ich weiß, ja, die Maschine ist an sich schon sauber. Aber wieso auch nicht? Man kann sie ja mal überall sauber machen. So, ja, ja. Ist auch irgendwo hängen geblieben. Hast du schon schöne Kratzer drinne. Das Glaslogo siehst du auch nicht mehr ganz so wunderbar. Ja. Hier fängt er schon an zu rosten. Wie gesagt, schöner Mod. Sag's immer wieder. Gut, dann gehen wir einmal auf die andere Seite. Da können wir ja mal die Leiter hier hochkraxeln und einsteigen. Leiter hoch. Das mache ich nicht selber, das macht er automatisch. Und dann fahren wir mal unseren Dominator natürlich hier drüber. Zu einem Stellplatz. Ja, super. Dann können wir hier mal schön zugucken, wie unser New Holland das jetzt hier abladen wird. Und auch das funktioniert ohne Probleme. So, und hier haben wir natürlich jetzt das einzige, naja, blöde, was ich finde. Man sieht nicht, was man hier in dieses Silo eingelagert hat. Ja. Es wird leider nirgends irgendwo so richtig aufgelistet. Finde ich ein bisschen doof. Ja, hier glaube ich auch nicht nirgends. Ja. Okay, so ist das dann eben halt. Oder man kann es vielleicht doch irgendwo sehen, ohne sich irgendwas runterzuladen. Dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare rein. Würde mich sehr interessieren. So, unser Case ist auch fertig. Da werde ich den erstmal umsetzen. Er soll also als nächstes das Feld Nummer 19 grubbern. Er sollte am besten im Süd... In das Südosten, ja, war schon fast richtig gewesen, Südosten starten und nach Norden fahren. Und dann positionieren wir ihn nur noch in die richtige Lage, geben Abfahrer einstellen ein, können das Courseplay-Fenster schon mal schließen. Dann klappt das sich aus und fährt auch los und dann geht das auch schon los. So, er ist noch dabei. Er ist an sich auch fertig, da können wir hier Abfahrer entlassen drücken und ihn zum Waschplatz bringen. Beziehungsweise
Wir können den Hänger eigentlich... Ja, so dreckig ist er nicht. Pass auf, wir stellen den Hänger einfach jetzt dazu. Na, langsam, langsam. Ja. Abstellen. Und dann schnappen wir uns unseren Seemaschine. Mit der können wir ja auch diesbezüglich Sonnenblumen pflanzen. Da haben wir sie auch schon. Und dann fahren wir mit ihm mal auf das Feld Nummer 15. Das ist das, was wir jetzt hier vorne haben. Moment, ich glaube, ich habe gerade was... Ne, jetzt richtig eingestellt, okay. Die Nummer 15 haben wir hier. Wir gucken nochmal 4,50 Meter. Wir sagen 4,30 Meter. Wir wollen ja in dem Fall jetzt mal hier im Nordosten anfangen und nach... Stimmt doch gar nicht. Na doch, nach Süden fahren. Ist doch richtig alles. So. Können wir mal die Klappe hier zumachen. Positionieren uns. Geben die einen Auftrag zum automatischen Fahren. Ja. Und dann geht das auch schon hier los wie Schmitz' Katze. So, die kümmern sich alle selbstständig. Das ist super. Das heißt also, wir werden jetzt mal zum... Na, hierher halt switchen. Das werden wir darüber machen, indem wir uns einfach mal hierher teleportieren. Und dann laufen wir halt das kleine Stückchen noch bis dort hoch. Ich könnte jetzt die Züge natürlich auch einschalten, dass wir die über die Schnellwahltaste da reinsteigen können. Aber für diese eine Fahrt brauchen wir das jetzt nicht unbedingt. Meine Meinung halt. Gut, in der Zeit können wir ja nochmal hier rumgucken. Guck mal hier vielleicht, nö. Hätte ja sein können, man findet vielleicht noch ein Goldnugget irgendwo rumliegend. Ich finde die Häuser irgendwie auch ganz niedlich. So, dann haben wir hier also quasi jetzt den Bahnhofspeicher und zwei Züge, einmal für den rechten und einmal für den linken Verkehr. Und hier haben wir einen dieser großen Züge. Hier hat man so eine Ablade, so ein Abladegitter. Und wir wollen aber eben halt hier unter dieses Rohr. Das heißt, ich steige jetzt hier in den Zug ein. Da wird die Maschine hochgefahren. Wir sehen, das Tempomat kann eingestellt werden, es kann gehupt werden. Ja, typische Hupe. Und dann eben halt die ganzen anderen Faxen. Von innen sieht das ganze Spiel so aus. Ja, rechts wie links an sich die gleiche Konsole. Man kann vorwärts fahren, rückwärts fahren. Blinker gibt es natürlich logischerweise keine, aber es gibt Licht. Ja. Das war's. Also man erkennt nicht jetzt leider, was Fernlicht ist und was nicht, aber man, naja, gut. Gut. Dann fahren wir jetzt mal mit dem Zug ein kleines Stückchen nach vorne. 80 Kilometer die Stunde schafft er. Und das Blödste, was ich finde, ist das Einschätzen. Weil du kannst nicht allzu weit nach hinten zoomen. Irgendwann ist dann auch mal Schluss. Ja, hier ist jetzt Schluss und dann siehst du natürlich nicht mehr großartig, was jetzt dort hinten passiert. Finde ich ein bisschen doof, aber okay, das ist dann halt so. Okay, wir können jetzt hier an der Stelle... R drücken und dann hier durch switchen und dann sehen wir dann irgendwo hier 39.000 Sojabohnen und einmal einladen. So, und dann werden die hier schön in den Hänger befüllt. Ja, und der Hänger hat eine Trennwand, trotz alledem befüllt es zwei Hänger. Ja, ja, sag mal nicht draus. Man kann hier auch verschiedene Sachen eben halt in den Hänger einflößen lassen, um diese dann später zu verkaufen. Du hast eben halt, wie ich schon gesagt habe, die Memphit Mill. Das ist der einzige Verkaufsort, den wir eben halt nur mit dem Zug erreichen. So, so sieht's jetzt aus. Das haben wir, also können wir jetzt hier bedenkenlos Gas geben. Und mit dem Zug einmal zum besagten Bahnhof fahren. Ja, so die Innenansicht, wie gesagt, finde ich jetzt nicht so spannend. So, eine Zugfahrt, die ist lustig, eine Zugfahrt, die ist schön, da lalilalalalalalalala. So, hier kann man natürlich auch wieder
uns beladen lassen, wenn wir das möchten. Hier gibt es anscheinend Wasser am Wasserturm. Ist eine sehr schöne Spielerei mit dem Zug, muss ich so sagen, wie es ist. Ja, in der 15 hat man ja angefangen, damals diese Spielerei aufzugreifen. Und ja, aber warum dann gleich zwei Züge man hier verwenden musste, kann man sich streiten. So, das ist der besagte Abladepunkt, wo wir eigentlich hinwollen. Ihr seht, ich bin viel zu schnell gewesen. Der Bremsweg ist natürlich, wie soll es anders sein, bei Schienenfahrzeugen nicht zu unterschätzen. So, ich versuche es jetzt nochmal. Ja, wir haben es geschafft. So, stopp jetzt. Und dann auskippen mit der I-Taste. Und das ist auch schade, man sieht nicht wirklich viel. Ja, wenn ich jetzt hier I drücke, da dreht sich ein gelbes Rad. Und das war's. Und schon ist es leer. Wir kriegen dafür 139.000 Münzchen, möchte ich es mal nennen. Euro. Für die Passagierbonen, die wir jetzt gerade abgeschafft haben. Ja. Gut, aber wir haben das Altmal auch gemacht. So soll man es ja auch mal sehen. Ja. So, wir fahren jetzt quasi mit 82 hier die Strecke weiter. Hier kann man schön das Holz, wenn man jetzt das Holz hier drauf geladen hat, oder hier kann man, also das Holz hier quasi verkaufen. Wenn du jetzt das Holz hier drauf hast, kannst du es gleich hier verkaufen fahren. Brauchst also nicht erst umswitchen, sondern, also was heißt umswitchen, musst du es nicht erst von hier, von dem Waggon auf dem LKW und dann wieder runterfahren. Du kannst das leider oben verkaufen. Habe ich mal am Anfang probiert. Ja, fand ich zu viele einzelne Schritte, die man da eben halt bewegen muss. Wie gesagt, wenn ihr es sehen wollt, dann machen wir das sehr gerne. Mache ich euch das, also setze ich das sehr gerne in die Möglichkeit rein. Ja. So. Was haben wir denn? Aha, der Johnny ist fertig mit seiner Aufgabe. Hier haben wir ihn. Dann können wir mal entlassen. Und dann soll er doch so freundlich sein und uns das Feld Nummer 14 als nächstes bestellen. Indem er hier im Nordosten seine Arbeit beginnt und dann nach Westen fährt. Ja, wo haben wir ihn? Hier haben wir ihn. Einen Startpunkt. Schauen wir mal. Ja, super. Schön gerade fängt er an. Maschine aufgeklappt, Maschine gesenkt, Maschine anschalten und let's go. So, er macht jetzt hier die 15 nach und nach, Stück für Stück. Ein paar kleinere, naja, nicht so schöne Ecken gibt es schon, aber ja, okay. Da kann ich noch drüber wegsehen. Er ist ja auch noch fleißig am Kobern. Ja, keine Ahnung, was er hier eigentlich versucht. Wir machen mal Abfahrer entlassen. Moment. So, BGA entleeren haben wir hier. Ja. Abfahrer einstellen. Abfahrer entlassen. Hä? Achso, hier oben. So, das tun wir mal deaktivieren. Und dann... Vielleicht lag es daran, man weiß es nicht, dass er vielleicht jetzt nichts mehr großartig gemacht hat. So, wir tun einfach mal von der Position aus den Abfahrer wieder einstellen. Schauen wir mal, was passiert. Mal kurz beobachten. Warum der jetzt nicht ordentlich das ausbaggert, verstehe ich nicht ganz. Aber wahrscheinlich setzt er sich den Punkt an eine bestimmte Stelle, an der er ran will,
Und solange er an die Stelle nicht rankommt, macht er das eben halt so auf die und Art und Weise. Das ist jetzt meine Erklärung dahinter. So, was sagt denn die Uhr dort drüben an? Aha, das Ding ist also leer, so hat er schon eine ganze Weile wieder mit dem Thema zu tun gehabt, dass er eben halt nichts reingekriegt hat. Okay. Gut, wir haben jetzt schon wieder 390.000 auf der Uhr. Das heißt also, wir können uns jetzt wirklich langsam überlegen, möchten wir uns einen weiteren Traktor ins Team holen? Oder, wie gesagt, meine Überlegung ist, oh, falsches Fenster. Meine Überlegung ist, dass wir uns da hier gleich nochmal ein stärkeres Gerät mit dazu holen. Und zwar, wo ist er? Hier, unseren Fendt Black Beauty in natürlich der größten Motorisierung. Das wäre also, ist eigentlich auch interessant, ne? 300 PS hat er normal für 290.000. Und dann hier 390 PS, also, naja, weiß ich nicht. Kann man jetzt sehen, wie man möchte. Für 335.000, den können wir jetzt uns natürlich ohne Probleme holen. Das Schmuckstück, da hätte man dann natürlich auch einen sehr starken Traktor, den wir hier benutzen können. Wäre dann natürlich in dem Fall sehr gut geeignet zum Grubbern. Mit 390 PS, da kannst du ja schon, ja, die größte, naja gut, hier 400 PS, der braucht 350 mit 14,5 Meter. Wir haben an sich gar nicht mal, ist doch genau schon wieder was, 400 PS und hat 10,2 Meter nur. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt verstehen muss. Ja. Ich kann mir vorstellen, hier die Federstedt, beziehungsweise aber auch hier die Foggelnot, die reichen uns eigentlich da schon fast zu. Mit 6 Meter, 8 Meter 30 kann man sich auch nochmal überlegen. 8 Meter 30, da bist du natürlich bei den kleinen Feldern ruckzuck durch. Wobei, guck mal hier, 6 Meter und 8 Meter 30, der preisliche Unterschied. Ja, das ist schon wieder. Würde ich sagen, nehmen wir lieber die 6 Meter und mit 6 Meter kann man gut arbeiten. Ja. So meine Meinung dazu. So, was haben wir denn seemaschinentechnisch? Wie gesagt, haben wir einmal hier die zwei Federstätten, die würden mich ja wie gesagt interessieren am meisten. Dann haben wir hier als nächstes kämen dann die Horsch-Maschinen mit einer Breite von 9 Meter und dann hier die großen Maschinen natürlich. Ja, zum späteren Zeitpunkt, wenn wir mehrere Felder haben. Ja, jetzt am Anfang denke ich mal, sind wir mit der Federstätte oder mit den Federstättmaschinen natürlich am sinnvollsten da bedacht und da kommen wir mit unserem Johnny und unserem Fan natürlich dann natürlich die meisten Pluspunkte erzielen. Das ist ja, denke ich mal, soweit klar. So, was macht er jetzt? Ja, das ist aber nur halb. Freund Blasius, ja? So machen wir das aber hier nie. So, stehe ich auch noch daneben und mach so einen Blödsinn. Einmal mit Profis arbeiten. So, ich habe mal die Hälfte jetzt drinne. Er braucht jetzt auch nicht mehr viel. Mit ihm können wir ja dann die 19 machen. Und ja. So, schauen wir mal. Also wie gesagt, meine Überlegung ist jetzt die, wir bringen ja dann die Federstedt hier weg mit unserem Johnny, dass wir uns vielleicht dann, sobald die Erntesaison losgeht, doch nochmal, also dass wir uns dann vielleicht den Fendt holen. Mal gucken, ob wir uns dann auch von der Maschine trennen oder noch nicht trennen. So viel, das müssen wir uns dann erstmal überlegen, wie wir das dann machen. Ja. Möchte auch alles gut geplant sein. So, er braucht da noch eine Runde, das ist soweit okay. Wir brauchen natürlich jetzt auch noch, also der muss noch das Feld machen. Ja, okay. Gut. Ja, wie gesagt, planen und denken, das ist eben halt das Thema. Man muss gut überlegen, wie man es jetzt machen, um eben halt auch keine sinnlosen Sinnlosigkeiten halt zu haben. Also sprich, dass man Leerstände haben.
Deswegen, manchmal ist es dumm gewesen, dass wir uns den Radlader, den Liebherr-Radlader geholt haben, weil er ja auch doch sehr oft rumsteht. Und für die Zeit, wo er eben halt die BG ausbaggert, da könnte ich mir vorstellen, wäre es vielleicht mit Mieten günstiger gewesen, wobei ich dann aber rum wieder sage, wenn du das Ding viermal mietest, hast du den Verkaufspreis auch schon wieder drin. Ja, Zwickmühle. Ne? Zwickmühle. Einfach Zwickmühle. So. Er ist gleich fertig. Er ist gleich fertig. Gut, dann wechseln wir schon mal hier hin. So, Aufgabe geschafft, Abfahrer entlassen, Feld Nummer 19 wählen und hier schauen wir mal Nordosten beginnend, wir können ja einfach mal Start oder Feuer frei sagen und dann schauen, wo er hier oben anfangen möchte. Ach, hinten links, okay. So, hier wäre der Startpunkt. Schnucki Putzi sitzt schon drin. Schnucki Putzi mussten wir aber leider nochmal entlassen. Weil Schnucki Putzi schon wieder schräg ansetzen wollte, was mir nicht gefällt. So, das gefällt mir schon mal ein bisschen besser. So, hier können wir Abfahrer entlassen, schließen, grubbern. Und dann fahren wir mit unserem Case-Gespann zum Waschplatz. Dann können wir die hier schon mal sauber machen. Und dann in der nächsten Runde geht es dann an das Sonnenblumenernten. Da holen wir uns natürlich als Leihfahrzeug den Case mit Schneidwerk. Lassen natürlich unseren Klaas da auch schon gleich mitarbeiten. Da haben wir dann zwei Maschinen im Einsatz. Hätte man eigentlich den Klaas auch direkt mal das Schneidwerk? Naja, wobei man kann sich's ja auch leihen. Weil der Klaas wird uns ja, also der Drescher selber wird uns wahrscheinlich nicht die ganze Zeit mit begleiten. Vielleicht maximal für die kleinen Felder, da könnte man nochmal überlegen. Aber da hätte man dann ja auch den, wie heißt der, Rotzel oder wie? Ja, da hätte man dann auch hier. Sampo Rosneslev, ja, Gesundheit, hätte man ja auch, weil den gibt's ja so in keiner anderen Kapazität, da können wir den auch als Kleinmähdrescher vielleicht auch nochmal irgendwo mit einsetzen, gerade für die Kleinfelder, wäre das eine Überlegung wert. Platz auf dem Hof haben wir ja, und wenn nicht, dann tun wir hier die 15 begradigen, was heißt begradigen, tun wir hier Steine drauf machen, kommen noch ein paar Hallen hin, Thema erledigt. Wobei, könnte man noch mit der 12 machen. Na, aber überlegen wir mal uns. So, jetzt machen wir erstmal hier den Gruber sauber. Der uns bis jetzt so treue Dienste erweist. Aber auch irgendwann mal das Zeitliche segnen muss. Einfach aus dem Grund der Wirtschaftlichkeit heraus. Gut, da setzen wir den hier ab. Den können wir hier stehen lassen. Den brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. Er ist noch hier beim Arbeiten. So, wie sieht es denn eigentlich generell hier aus? Da haben wir jetzt dort hinten noch Bäume liegen. Ach ja, natürlich. Wir hatten ja uns beim letzten Mal hier die Baumschneidemaschine ja gegönnt, um einfach nur gerade ranzufahren, um diese abzusägen, um sie dann später zu bearbeiten. Stimmt, da war ja was. Könnte man natürlich dann auch machen oder weiterverfahren damit. So, er ist jetzt noch hier dabei. Er macht auch seinen Teil hier noch. Ja, verliert das mal wieder die Hälfte, mehr oder weniger.
Okay. So, ich möchte gerne nochmal zum Liebherr. Dankeschön. Ja, verbrennt tut er ja gut. Also beziehungsweise, was er tut, der verbrennt, der tut es ja nochmal nachhäckseln. Die Biogasanlage. So, dann tun wir mal ein bisschen Zeit dem oder der verschaffen, indem wir uns mal wieder um das Saubermachen der BGA hier beschäftigen. Indem wir alles das, was liegen geblieben ist, mal kurz auflesen. Es ist immer nicht viel, aber es reicht dazu, um den Liebherr ja auskleisen zu lassen. Das haben wir ja schon erlebt. So, stellen wir wieder ein. Da fährt er hier auch schon fröhlich weiter und fröhlich los. So, die machen noch ihre Aufgaben, finde ich auch gut. Da können wir mal eins machen. Wir können ja mal gucken, was wir hier so haben. Also, was gibt es denn hier? Körnermais? Tatsache. Also auf der 5 und auf der 20 sind jeweils Körnermais Flächen zu bewältigen. Wir können ja mal spaßeshalber, wir können ja mal hier auf die 30 besuchen gehen. Ich will noch mal was wissen. 38 Minuten ist eigentlich eine sehr gute Zeit. Wir können ja mal gucken, was wir noch so im Angebot haben. 50 Minuten? Warum 50 Minuten, wenn du hier die riesen Maschine hast? 38, 38, 50, 50, 50, 38, wird. Raff ich nicht ganz. Raff ich nicht ganz. Werden wir aber nutzen. Hintergrund ist der. Meine Hunde wollen mal wieder eine Runde raus. Die müssen wieder Gassi gehen. Es ist mal wieder soweit. Und ich konnte es leider nicht vor der Aufnahme tätigen. Das funktionierte leider nicht so, wie ich mir es erhofft und gewünscht habe. Deswegen würde ich das dann jetzt gleich machen. Da können die Maschinen können ja hier in Ruhe weiterfahren. Das stört uns ja nicht. Deswegen würde ich sagen, wir gehen einmal auf das Feld Nummer 30, weil die Felder finde ich jetzt einfach ein bisschen zu. Das würde wahrscheinlich doch zu lange dauern. Wir können ja mal kurz hier hin switchen. Also es ist fertig, das Feld. Okay. Ja, man möchte vielleicht auch mal hier einfach gucken, dann sieht man das auch besser. Ja, Feld 20, wir können es ja mal besuchen gehen. Was gibt dann uns hier vor? 98 Minuten, 131 Minuten, ja, Respekt dafür, aber so lange brauche ich natürlich dann auch wieder nicht. So, was haben wir noch so? Wir haben dann noch hier Feld 28, was gibt's denn dort Schönes? Sojabohnen, nee, muss nicht sein. Haben wir jetzt genügend gesehen davon. Feld Nummer 31, was gibt's hier Schönes? Sojabohnen, hä, waren wir da nicht gerade? Wahrscheinlich. Das kann auch Feld 26 sein. Warte mal, wir gucken mal hier kurz. Ach, da sind Sojabohnen. Gut, dann geht. Entschuldigung. Was haben wir denn hier auf dem Feld? Das Gerste drauf. Und auf der 28 Sojabohnen. Auf der 1 ist nichts mehr anscheinend. Nein. Okay, wir können mal auf Feld 28 uns mal kurz angucken gehen. Hat auch Sojabohnen derzeit. Dauert mir von der Zeit aber alles ein bisschen zu lange. Ja, pass auf, wir machen mal so, wie ich eben halt gesagt habe. Wir gehen hier auf das Feld Nummer 30 besuchen. Dann drücken wir uns hier rein. Dann haben wir hier einmal den Axial von Case oder eben halt alternativ den New Holland, bei der würde den persönlich feiere ich am liebsten. 50 Minuten sagt er, wird er wahrscheinlich also realistisch, sagen wir mal, 30 Minuten brauchen. Heißt also, wir nehmen jetzt den. So, zack, rein hier. Wie gesagt, ich liebe New Holland. Warum, weiß ich nicht. So, wir klappen die Maschine auf. Wir klappen das Rohr. Oh, ja, das Rohr wollte ich nur so aufklappen, okay. So, schön mit Bandscheiben, mit Bandrädern, mit Bandlaufwerk, so heißt es ja. Sehr bodenschonend. So, dann können wir hier das, nein, Mähwerk auch ausklappen. Und hier dann diesbezüglich schon mal den Kurs wählen. Und zwar möchten wir jetzt hier das Feld Nummer 30 bearbeiten. Wir haben eine 9 Meter Schneidfläche. Wir befinden uns gerade im Südwesten, möchten nach Osten fahren. Da kommt dann also auch jetzt schon der Pfeil. Wir werden aber eins machen.
Wir werden Feld Nummer 30 nehmen und werden einfach mal original, wie es dazugehört, zwei Vorgewände, sagen wir mal drei Vorgewände, wenn man zwei Vorgewände machen. Und zwar, ja, so rum. Und dann bitte einmal Kurs laden, dann sagt er uns, wir sollen dort starten. Dann werden wir das auch machen. Heißt also, wir fahren einmal hier rum und drück mal die B-Taste, um die Maschine einzuschalten. So, Maschine fährt hoch. Das dauert bei ihm immer ein bisschen, bis alle Rotoren richtig drehen. Und dann können wir hier mal vorsichtig rein versuchen zu fahren. Ohne großartig Schaden anzurichten. So. Und dann würde ich sagen, let's fetz, sprach der Frosch, als er in den Mixer hoppt. So, es geht an die erste Wende. Souverän wird diese gemeistert. Und dann fährt er hier jetzt nach und nach seine Bahnen. Gut, ich würde sagen, wir lassen das Bild einfach mal so hier stehen. Heißt, ich gebe euch jetzt Musik auf die Ohren und für alle Leute auf YouTube. Wir sehen uns gleich wieder nach dem Schnitt. Für alle Leute auf Twitch, wie gesagt, es gibt jetzt Musik auf die Ohren. Und dann sehen wir uns in ein paar wenigen Minuten wieder. Bis gleich.